glaube nicht. Okay. Dann gucken wir mal an. Da kann ich was platzieren. Natürlich kommt da das Bild von meinen Eltern hin. Da kann ich was platzieren. Kommt das Banner hin. Hier? Ne, machen wir ein paar Blümchen hin. Und hier kommt der schöne Brunnen hin. Ich finde den voll hübsch. So. Wir haben nur vier Sachen, also können wir hier vier Sachen platzieren. Da ist meine Angestellte, cool, seht euch das an. Ich glaube, mehr kann ich nicht platzieren. Und hier kommen die wichtigen Sachen hin, die voll teuer sind. 2000. 1000. Da drüben noch was reinpacken. Was gibt das? 1800 kommt auch da rein. So, jetzt machen wir noch was in diese Sale-Kiste hier. Das, 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 das. Die anderen Sachen, die verkaufe ich noch. Voll cool. Hallo? Hey Will! Wenn du eine Pause brauchst, kann ich deine Gegenstände verkaufen. Ich erhalte 30% des Gewinns und du kannst Dungeons besuchen. Ja. Cool. Hinterlege Gegenstände, die ich verkaufen soll, in der Truhe. Spaß. Wir gehen noch mal kurz hier rein. Okay, das kann ich dann erst holen. Denke ich mal. Ja, wenn. Oh, was mache ich denn? Oder spare ich lieber? Wir gucken jetzt erstmal bei dem Knaben hier unten. Neue Ware hat er bekommen. Das hier. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Dieben. Miniaturversion des Waldwächters. Ja, das kaufen wir auf jeden Fall. Das können wir auch alles kaufen. Dankeschön. Und jetzt geht's ab in den neuen Dungeon. Beziehungsweise hier oben. Das sind Piraten. Ich finde cool, dass die Leute hier immer anders aussehen. Okay, das ist jetzt nichts Neues. Was ist mit dir? Ah ja, der Händlerheld beehrt mich mit seiner Anwesenheit. Du bist inzwischen ziemlich berühmt, aber wird es dir auch gelingen, den Wüstenwächter zu finden? Ich hoffe es doch ganz stark. Jetzt brauchen wir neuen coolen Scheiß, damit wir neue coole Ausrüstung bekommen. Oh Gott, ich freue mich so. Also wobei... Nee, wir müssen erstmal den Laden öffnen. Ich habe hier noch was zum Abgeben. Es gibt mir 35 Tacken. Ja, ganz kurz, wir müssen... Wir gehen abends in den Dungeon. Ich muss jetzt erstmal mich um meinen Laden kümmern. Hahaha, ha, ha, Entschuldigung. So. Ich kann den Laden nicht öffnen. Warum nicht? Auch weil die das macht. Oh, Scheibenkleister. Nein, nein, nein. Ich... Nein. Ich brauche doch noch... Ich muss doch die Aufgabe hier abgeben. Das war sicher verdientes Geld. Gibt es her, gibt es her. Oh nein. Was macht eigentlich die Vase hier? Trinkgeld, mehr Trinkgeld. Mehr Öffnungszeiten.
aber das hier hübscher. Und ein bisschen gruselig, es bewegt sich. Trinkgeld, Dieb ist gesichert, längere Öffnungszeiten und nochmal mehr verdienen. Ich denke, das ist okay. Naja, ich. Na gut, wenn wir das nicht machen können. Das hätte ich vorher. Das habe ich nicht gewusst. Neue Mechaniken. Ich habe es nicht gewusst. Und beim nächsten Mal. Dann gehen wir jetzt erst in den Dungeon. Dreißigtausend. Oh Mann. Naja. Wüsten-Dungeon, wir kommen. Okay, Lava. Aua, der... Bewegen. Kaltlava, Stoff, Färbemittel, entflammbare Flüssigkeit. Wir packen das jetzt erstmal da oben hin, weil natürlich will ich das mitnehmen. Weil das ein neues ist, neuer cooler Scheiß, da ist ein Käfer. Und jetzt ist er tot. Und das war ein, wie nennt man die? Mistkäfer müsste es gewesen sein. Ja, ich weiß, ich bin sehr brutal. Ich töte unschuldige kleine Käfer. Aber ich habe auch letztens die Schnecke platt gemacht, das tat mir so leid. Nicht mehr fehlt mir. Das ist irgendwie süß. Boah, krasser Gegner. Da ging schon mal nicht mehr. Und einen Skorpion habe ich auch gerade gesehen. Und ein bisschen mystische Musik. Der Skorpion ist da. Da. Das war's gleich für mich. Okay. Ah, ich finde das super. Ich glaube, ich bin gleich drauf. Ah, und da war's glitzert. Oh super, dann kann ich schon mal das ganze Zeug hier reinmachen. Ja, dann ist das wenigstens schon mal safe. Jetzt nicht alle, weil ich will doch nur zur Heilquelle, Alter. Lass mich doch zu einer Heilquelle. Da müsste jetzt aber eine sein. Haben wir dran. Yay. Dateneintrag 103. Das jüngste Verschwinden von Materialien und Werkzeugen aus dem Lager wird nun nicht mehr als Verwaltungsfehler behandelt. Tag für Tag werden unsere Vorräte knapper. Derzeit wird ein Schutzprogramm entworfen, mit dem wir die Eindringlinge aufspüren wollen. Ich glaube, die Eindringlinge sind wir.
Und wir sehen einfach nicht die Leute, die hier wohnen. Und das sind einfach nur Schutzmechanismen, um die Sachen zu beschützen. So glaub ich das. Dass wir einfach anderen Leuten die Sachen klauen. Also würde ich jetzt mal sagen, oder behaupten. Aber die schönste Musik fand ich immer noch war im ersten Dungeon. Da bin ich stundenlang drin gewesen und es hat mich nicht gestört, beziehungsweise ich habe es immer noch gerne gehört, die Musik. Ich bin ausgewichen, Kumpel. Das sieht irgendwie wichtig aus. Was ist das? Genau. Alter! Oder? Aber jetzt, weil ansonsten gehen wir hier drauf und ich habe eigentlich keine Lust, alles, was ich jetzt geholt habe, zu verlieren. Klar, ich muss ja noch 25.000 Mal rein. Aber wir sind jetzt fast voll und ich würde sagen, wir gucken erstmal beim Schmied, was wir alles brauchen, um unsere Waffen aufzuwerten. Und den Rest, den verkaufen wir erstmal. So, komm mal her. Natürlich brauchen wir das hier. Und das da. Und das hier. Dann möchte ich natürlich das hier haben. Mit dem Speer habe ich noch gar nicht gekämpft. Kann ich immer machen. Das sieht jetzt nicht so toll aus, da sieht die da unten echt cool aus. Okay. Haben wir uns alles markiert, was wir haben möchten? Gehen wir zurück in den Laden. Hallo. Okay. Die ist weg. Wir packen was in die Kiste. Da sind alle Sachen, die vom Golem-Tempel sind. Da sind alle Sachen, die vom Waldtempel sind. Hier sind die Sachen, die ich nicht verkaufen möchte. Noch nicht. Hier sind die Sachen, die ich noch nicht weiß, was für einen Preis die ganzen Sachen hier haben. Und hier mache ich die Sachen rein, die ich brauche, um mein Zeug zu verbessern. Thank you.
Das weiß ich schon, was das kostet. Ich brauche noch eine. Warte mal, ich brauche noch eine Kiste, wo ich das Zeug jetzt alles reinmache für. Ja, komm. So, packen wir das dazu rein. Ich muss jetzt erstmal sortieren. Also das weiß ich nicht, was es kostet. Das weiß ich nicht, was es kostet. Das weiß ich. Das weiß ich nicht. Oh, das ist was anderes. Guck mal. Feuerjelly. Ah, okay. Das weiß ich nicht, was es kostet. Das mache ich noch in die Ramschkiste. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das und das weiß ich auch nicht. Okay, und die ganzen Sachen, die werde ich jetzt verkaufen. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich pack noch was in die Sale-Kiste. Das und das. Dann gehen wir schlafen und verkaufen erstmal was. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Einfach ein bisschen hin und her schieben, die Sachen. Damit es nach was aussieht. So, wir öffnen jetzt unseren Laden. Dann hätten wir auch nicht, wie viel das Zeug hier wert ist. So, packen wir mal das rein. Das ist magisches Werkzeug. Ach, fangen wir mal mit 2000, dann fangen wir mal mit 3000 an. Was möchtest du? Waldfrüchte. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich. Entflammbare Flüssigkeit. Nein, noch nicht. Ich muss erstmal wissen, selber wie teuer das ist und ob ich das brauche. Und pipapo, was ist denn das jetzt gerade? Diamagnetischer Sand. Ach, machen wir 150. Ich glaube, das weiß ich schon, wie teuer das ist. Ja, das kostet 800. Kaltlava 500. Nein. Feueredelstein. 2600. Das ist ein Edelstein. Stofffärbemittel 1500. Ich fange mal immer mit 1500 an. Immer gleich neue Waren reinmachen, damit ich mehr verkaufe. Oh. 2600 ist zu teuer.
Wo war das jetzt? Okay, es ist viel zu billig verkauft worden. Ich habe jetzt nicht gesehen, was. Okay, ich verkaufe gerade alles zu billig. Schön, dann freuen sie sich wenigstens. Das läuft gerade echt gut. Also 500 war zu teuer, war zu billig. Ich bin gespannt, wie viel wir jetzt eingenommen haben am Tag. Okay, 2000 ist auch zu billig. Nicht, was ist denn denn? Wüstenstahlplatte? 2000 zu billig. Dann machen wir 3500 raus. Echt cool, die hat das, hat ihn aufgehalten. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, ob die das so geschafft. Okay, das ist so billig verkauft worden. Dann machen wir 4000 raus. Wenigstens haben sie sich jetzt gefreut. Ich habe nämlich auch schon das Achievement bekommen, von wegen Geizhals oder so, weil ich alles zu teuer verkauft habe und oder zum richtigen Preis und nicht mit dem Preis runtergegangen bin. Dann habe ich irgendwie Achievement der böse Händler oder keine Ahnung was bekommen. Wow, das lässt sich sehen, oder? Kann sich sehen lassen. Natürlich haben wir Sachen zu billig verkauft, aber ansonsten... War es doch nicht schlecht.